Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Stefan. Es geht mal wieder um Luftheber, Druckluftheber. Hallo Tim, hallo Martimimi. Macht es Sinn, anstatt einer Strömungsplatte wie bei Arthur Ali an der Stelle mit einem Druckluftheber zu arbeiten? Ich weiß, Druckluftheber magst du nicht, aber bei gleicher Tiefe der Lufteintrag, gleicher Luftmenge sollte doch eigentlich der Vorteil von mehr Strömung größer sein. Gruß, Stefan. Vielleicht hast du die gestrige Zuschauerfrage angeschaut und da ging es um das Thema Fett-Protein-Verhältnis, wo ich mal erklärt habe, dass man immer aufpassen muss, dass man sich nicht nur auf einen Punkt konzentriert, weil wenn man das tut, wie in deinem Fall jetzt die Strömung, dann hätte man mitunter den Nachteil, dass dann ein anderer Punkt vernachlässigt wird und der vielleicht sogar auch gefährlich werden kann. Und genau so sehe ich es auch bei den Luftheber, du nennst es Druckluftheber, ich nenne es Luftheber. Für alle, die nicht wissen, was das ist, eine Luftheberanlage funktioniert genau nach diesem Mammutpumpeneffekt. Das aufsteigende Luft reißt Wasser mit, sorgt für Strömung. Arthur Ali haben da irgendwann mal mit der Strömungsplatte angefangen, dieses aufsteigende Wasser in eine Richtung zu leiten, sodass ich eine bessere Strömung im Teich habe. Und eine Luftheberanlage funktioniert nach dem Prinzip, dass die aufsteigende Luft das Wasser mitreißt und im Prinzip wie eine Pumpe funktioniert, agiert. Ja? Und jetzt kann man natürlich schnell sagen, wow, geil, jetzt habe ich nicht eine geile Pumpe von Oase, sondern ich habe rein meine Belüfterpumpe und die Belüfterpumpe sorgt für meinen Filterkreislauf, gleichfalls wie für einen Lufteintrag. So, Gefahr, wenn die Luftpumpe kaputt geht, ja, dann fehlt mir sowohl die Belüftung als auch der Wasserkreislauf. Ja? Ich habe es schon oft gesagt, die Geräte, die kopieren, faxen und scannen können, sind toll. Wenn aber ein Gerät da drin kaputt geht und das Gerät eingeschickt werden muss, dann habe ich gar nichts mehr, dann steht mein Büro still. Und genau so müssen Sie sich den Koi-Teich auch vorstellen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Menge an Luft, die ich brauche bei Luftheberanlage, um tatsächlich für Strömung zu sorgen, die ist so stark, dass es bei unserem kalkhaltigen Wasser in Mitteleuropa in den allermeisten Teichen dazu führen wird, dass der pH-Wert aufgrund des ausgetriebenen CO2s durch die Belüftung, dass der pH-Wert relativ hoch ist. Das wollen wir auch nicht und von daher kann ich sagen, lassen Sie die Finger weg von Lufthebern, sorgen Sie dafür, dass Sie eine normale Pumpe haben, sorgen Sie dafür, dass Sie eine zuverlässige Pumpe haben, hier wieder Oase ganz weit vorne und ich sehe es wirklich mit Freuden, wie viele Leute ihre Anlagen jetzt auf Oase-Pumpen umgestellt haben und alle sagen nur Daumen hoch, habe ich noch keinen einzigen Kritikpunkt gehört und sogar selbst wenn mal eine kaputt gegangen ist, das sind technische Geräte, das kann immer passieren, die sagen so unkompliziert, wie einem da geholfen wird und wie schnell, das ist einfach sensationell. Und genau da sehe ich die Schwierigkeit. Wir betrachten die Strömung. Die Strömung machen wir mit unserer Oase-Pumpe in Zusammenarbeit mit der Belüftung und Arthur Alis Strömungsplatte. Und dann habe ich hinten noch meinen Filter und dann habe ich lauter getrennte Disziplinen. Und wenn mal eine ausfällt, muss ich keine Sorge ums Gesamtsystem haben und kann auch nachher noch meinen pH-Wert dahingehend regulieren, dass ich mal sagen, das habe ich jetzt in diesem Frühjahr öfters hier da mal empfohlen, dass man vielleicht die eingetragene Luftmenge reduziert etwas, um eben von diesen pH-Werten 8,3, 8,4 runterzukommen, zumindest mal um 0,3, 0,4 Punkte, so ist es bei meinem Freund Volker gewesen, nachdem er mal wirklich seine etwas leicht oder besser gesagt stark überdimensionierte Belüftung statt 200er Pumpen mal 120er angeschlossen hat, schwuppdiwupp ist auch der pH-Wert runtergegangen. Und da geht es dann auch wieder nicht nur um die Kiemengesundheit, sondern da geht es nachher auch wieder um den pH-Wert im Blut. Da sind so viele Punkte, die da beeinflusst werden. Und wie gestern schon gesagt, auch heute, man muss immer versuchen, das Gesamtsystem im Auge zu behalten, was passiert, wo, wenn ich hier einen Faktor verändere, stellen Sie sich den Teich einfach vor, wie viele miteinander verknüpfte Zahnräder. Und wenn ich an einem drehe, dreht sich das letzte ganz rechts oder von Ihrer Seite aus jetzt links betrachtet, dreht sich mit und je nachdem, wie groß es ist, dreht sich es langsam und schnell und je nachdem, in welche Richtung es sich dreht, kann es für die Koi am Ende auch schädlich oder gar, wie wir gesehen haben, gefährlich werden. Stefan, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, du kannst mit meiner Antwort was anfangen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.